Ja, und dann ist hier noch eine Anfrage der Amicizia zu ihrem 25-jährigen Bestehen. Amicizia? Nie gehört. Institut für neuzeitliche Eheanbahnung. Die Besitzerin, eine gewisse Frau Hilde von Rübsam, fragt an, ob wir bei Gelegenheit dieses Jubiläums nicht vielleicht einen Bericht bringen können. Also ich persönlich halte nichts davon. Was meinen Sie, Herr Graf? Kommt gar nicht in Frage. Die anderen Herren? Sentimentaler Kitsch. Absurde Zumutung. Bleibt die Sache also erledigt. Scheuern Sie doch der guten Frau ein paar Zeilen, Herr Graf. So, ich glaube, das wär's dann. Ne? Also, guten Morgen. Guten Morgen. Da bin ich ganz anderer Meinung. Bitte? Ich finde die Idee der Frau von Rübsam ausgezeichnet. Aber liebe Frau Doktor... Unsere Zeitung ist und bleibt nun mal ein Eintopf aus Unglücksfällen, Verbrechen, Sport und Klatsch. Alles für die männliche Leserschaft. Wir haben doch die Wochenendausgabe. Herr Graf, wollen Sie nur Wochenendausgaben verkaufen? Eheanbahnung ist ein wichtiges Problem. Man darf es nicht einfach unter den Tisch fallen lassen. Aber auch ein sehr heikles. Ich finde nicht, dass man in der Öffentlichkeit darüber diskutieren sollte. Herr Wieland, das Wort Diskretion haben Sie sonst nicht gerade auf Ihre Fahnen geschrieben. Naja, sonst hätte ich auch meinen Beruf verfehlt, verehrte Frau Kollegin. Liebe gnädige Frau, hören Sie sich das mal an. Attraktives Mädchen, 22 Jahre, sucht zur Gestaltung gemeinsamer Weekends einen Freizeitpartner. Zuschriften mit Lichtbild und Äußerungen zu liberalen Lebensvorstellungen und so weiter und so weiter. Ist das nicht mehr als genug? Sie scheinen die Rubrik aber sehr gut zu kennen. Leider. Warum verwerten Sie Ihre Lektüre dann nicht? Bitte? Was wollen Sie damit sagen, gnädige Frau? Ich meine die liberalen Lebensvorstellungen. Herr Wendelberger, ich lehne diese Bemerkung als Eingriff in meine Intimsphäre ab. Und zwar ganz entschieden. Guten Tag. Tja, die Frau sind überstimmt. Und damit ist die Angelegenheit ja wohl endgültig erledigt. Guten Morgen. Ihre Gattin, Herr Wendelberger. Ja, was ist denn? Ach, wegen heute Abend, ja. Ja, aber nun mach doch wegen der paar jungen Leute keine großen Geschichten. Wir sind doch schließlich kein Heiratsinstitut. Ja, entschuldige, ich komme nur darauf, weil die Lenz eine Sonderseite über Eheanbahnung machen wird. Völlig lächerlich. Was meinst du? Aber Mausi, das kann doch nicht dein Ernst sein. Also hör mal zu. Geben wir unseren Bedauern Ausdruck, dass wir aus Platzmangel... Platzmangel? Seien Sie mal, Frau Schneider. Was halten Sie von Heiratsinstituten? Auch eine Freundin von mir hat da einen sehr netten Mann kennengelernt. So, so. Ja, sie erwartet das dritte Kind. Und würden Sie selbst durch ein solches Institut eine Bekanntschaft machen wollen? Warum nicht? Na, da verstehe ich Sie aber nicht, Frau Schneider. Sie haben doch andere Möglichkeiten. Ja? Ja, ist gut. Mhm. Sie möchten mit Wieland zu Herrn Wendelberger kommen. Bitte, meine Herren, nehmen Sie Platz. Dankeschön. Danke. Nun... Sie kennen mich nahe genug. Sie wissen, dass ich meine Meinung unbeirrbar vertrete. Selbst gegen Frau Dr. Lenz. Ganz recht. Dankeschön. Nur meine ich, haben wir Journalisten die Pflicht, gegensätzliche Meinungen zu Übereinstimmung zu bringen. Da sind wir uns doch wohl einig, Herr Graf. Ah, völlig d'accord. Also ich persönlich pflege solche Streitfälle wie vorhin sozusagen mit mir selbst zu diskutieren. Ich versetze mich da quasi in die Rolle eines Lesers oder einer Leserin. Sehr interessant. Ich habe da auch eine eigene Testmethode. Die Reaktion unseres weiblichen Personals. Und? Eheanbahnung interessiert. Sehr sogar. Na also, dann machen Sie gleich mal eine Umfrage. Was halten Sie von Heiratsanzeigen? Dazu eine witzige historische Übersicht, wie Leute man sich vor 100 Jahren kennen. Und das Kernstück der Seite bildet eine Reportage über die Amicizia oder ein ähnliches Institut. Ja. Wen müssten wir doch heute haben als Schreiber mit persönlichem Stil? Was meinen Sie zu Wieland? Wieland? Ja. Was meinen Sie? Eheanbahnung ist bestimmt nicht mein Bier. Warum denn eigentlich nicht? Na, das wäre der größte Kitsch, der jemals im Nachtkurier zu lesen war. Nur kein Schematismus. Es wäre für Ihren weiteren Weg gar nicht so übel, nicht wahr, Graf? Ja, ja, wenn Sie sich auch mal mit der Innenseite des menschlichen Zusammenlebens befassen würden. Wir brauchen da noch eine gute Überschrift. Was halten Sie von... Herzenswünsche
werden erfüllt. Was denn? Dunkler Anzug? Also so gut wird der Film bestimmt nicht. Ach, Helga. Helga, ich muss vielmals um Entschuldigung bitten, aber ich habe... Aha, unsere Verabredung vergessen. So ist es. Aber offenbar eine andere angenommen. Naja, nicht direkt eine Verabredung. Helga, verzeihen Sie bitte, aber... Ja, es handelt sich um eine dienstliche Angelegenheit. Ja, natürlich. Ja, eine wichtige Reportage. Ach, wahrscheinlich über die Müllabfuhr. So wie die Herren angezogen sind. Ach so, ja. Wir haben nämlich eine Einladung zu einem 5-Uhr-Tee. Ja. Ach, prima, da gehe ich auch mit. Na, es ist aber kein gewöhnlicher 5-Uhr-Tee. Nein, es ist mehr eine geschlossene Veranstaltung. Ja, ganz geschlossen. Ach, mit privaten Gästen, ja? Ja, so ungefähr. Jedenfalls eine sehr diskrete Angelegenheit. Sehr diskret? Geschlossene Gesellschaft? Ach, das ist wohl eine von diesen Partys, von denen man jetzt so oft hört. Süßes Leben oder sowas? Und was halten Sie von der Morgenröte? Wie bitte? Die Morgenröte. Das Buch für den Naturfreund. Sie sind doch Frühaufsteher, nicht wahr? Wie kommen Sie denn darauf? Sie haben so etwas Frisches an sich. Gottes Willen, merkt man das? Selbstverständlich. Für mich gibt es nichts Schöneres, als dem Morgen entgegenzugehen. Ja, bei mir geht's öfters dem Morgen entgegen. Gestern Nacht wieder furchtbar. Bekanntschaften? Nein. Wissen Sie, Fräulein... Breitschopf. Tilly Breitschopf. Angenehm, Wieland. Wissen Sie, Fräulein Breitschopf, ich bin leider ein Mensch, der sehr, sehr schwer Kontakt findet. So. Ja. Wahrscheinlich beruflich bedingt, wie? Ja, schon möglich. Sind Sie freiberuflich tätig? Selbstständiger Unternehmer oder so? Nein, wie kommen Sie darauf? Sie machen einen so gut situierten Eindruck. Finden Sie? Mhm. Leider stimmt es nicht ganz. Darf ich raten? Eine Art Quiz also. Warum nicht? Es macht doch Spaß. Also bitte schießen Sie los. Also wie sagt man doch? Sie sind mit dem Vertrieb oder Verkauf einer Ware beschäftigt. Allerdings. Kann man doch nur vom Optischen her gestalten. Ich sage Ihnen, die Entfesselung des Filmischen ist grandios. Was Sie nicht sagen. Ist Ihnen nicht aufgefallen, wie Symbol und Realität hier in eine filmische Synthese gezwungen werden? Nö, mir ist eigentlich nur aufgefallen, dass mein Nachbar laut geschnarcht hat, sonst... Aber, Sie sind ja ein Zyniker. Ach, ich geb's auf. Sie haben gewonnen. Dann habe also ich jetzt eine Frage, gut. Und die lautet? Kennen Sie die neue Kapelle in der Kaktusbar schon? Nein, aber das klingt ja wie eine Einladung. Erraten. Sie schalten nicht schlecht. Und Sie wollen behaupten, dass Sie Kontaktschwierigkeiten haben. Meine Herrschaften, unser Institut feiert in diesen Tagen sein 25-jähriges Bestehen. Und darum haben wir die große Freude, die Presse unter uns zu sehen. Oh, Sie sind Journalist. Zwei Herren vom Nachtkurier, Herr Wieland und Herr Renzmann, die ich hiermit bekannt mache. Ja, die beiden Herren möchten gerne eine Reportage schreiben. Quasi direkt aus dem Leben gegriffen. Keine Angst, meine Herrschaften. Der Name von Rübsam bürgt für Diskretion. Es werden keine Namen genannt und Fotos dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung veröffentlicht werden. Also, dass ich darauf nicht gekommen bin? Das wundert mich auch. Sie machen doch so einen intelligenten Eindruck. Darf ich Ihnen jetzt ein paar Fragen stellen? Nein, bitte nicht. Ich finde das an. Ja, meiner beruflichen Eigenschaft natürlich. Ich mag die Ausfragerei. Und wie steht es mit meiner Einladung in die Kaktusbar? Ich bin leider schon vergeben. Morgen? Auf. Übermorgen? Besetzt, leider. Dann wundert mich aber, warum Sie überhaupt hier rumsitzen. Na, das ist doch wirklich meine Privatangelegenheit. Ach, Sie gestatten doch bitte. Ich verbiete Ihnen, mich zu fotografieren. Na, hören Sie mal, so was Hübsches gehört doch direkt auf die Titelseite. Also jetzt nehmen Sie Ihren Fotoapparat und verschwinden Sie sofort. Doch, aber wird denn gleich so nervös werden? Ach, lassen Sie mich in Ruhe. Komm, das hat doch keinen Sinn. Das ist aber ein komisches Benehmen. Verzeihen Sie, gnädige Frau. Die junge Dame da drüben, die in den schwarzen Kostüm. Ist die schon längere Zeit bei Ihnen? Nein, die ist heute zum ersten Mal hier. Eine sehr aussichtsreiche Partie. Mehr kann ich Ihnen leider nicht verraten. Diskretion. Können Sie doch verstehen, nicht? Selbstverständlich. Na, was ist? Also etwas stimmt mit dieser Dame nicht. Auf einmal ist sie wie ein Eisblock geworden. Und du meinst, ein flotter Käfer ist vielleicht locker zeisig. Kann schon sein. Nando. Wo ist er eigentlich? Verschwunden. Ein bisschen plötzlich. Kommt, wir müssen sowieso weiter. Diese Retter. Für mich sind die menschlichen Beziehungen wie Pflanzen, die man hegen und pflegen muss. Der Herbst, das ist die Zeit der Reife. Und gar erst der Winter. Dann ist Weihnachten nicht mehr fern. Und um die Adventszeit, da rücken wir gern zusammen. Ja, natürlich. Nun, Frau Ellermann. Der Mensch, der allein ist, sucht dann Wärme, Geborgenheit und Liebe. Hm.
Danke, das genügt mir. Oh, ich kenne diese Wünsche, diese Sehnsüchte. Und deshalb möchte ich mit Takt und Einfühlungsvermögen Dank, meine vermittelnde Hilfe... Vielen Dank. Es war wirklich sehr, sehr interessant. Es war äußerst aufschlussreich. Ich kann bestimmt davon eine ganze Menge verwerten. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Nochmals vielen Dank. Ach, sieh da das Fräulein Breitschopf. Da können wir unsere Unterhaltung von neulich fortsetzen. Bitte? Ich kenne sie überhaupt nicht. Aber wir haben uns doch bei Amicitia getroffen. Amicitia? Ja. Nie gehört. Ach. Der Nächste. Kümmern Sie sich gefälligst um Ihre eigenen Angelegenheiten. Das tue ich ja gerade. Und sogar sehr intensiv. Aber Herr Wieland, wieso belästigen Sie meine Klienten? Verzeihen Sie bitte. Bitte sehr, meine Dame. Würden Sie bitte Platz nehmen? Nein. Wie Sie da sitzen. Eine einzige Harmonie von Jugend und Schönheit. Ja, Sie sind es. Genau der Typ. Jungfrau. Bitte? Ich frage nach Ihrem Sternbild. Wassermann. Schade. Jungfrau müssten Sie sein. Ich hätte da eine ganz ausgezeichnete Partie für Sie, meine Dame. Komm so rasch wie möglich her. Herkommer Straße 16. Aber klar doch, das findest du. Ich warte vor dem Haus. Beeil dich, Charlie. Aber Sie können sich ganz auf mich verlassen. Das liegt doch nur in unserem eigenen Interesse. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und bitte Diskretion. Selbstverständlich. Frau Breitschopf, wollen Sie mir nicht doch ein Interview geben? Sie bekommen eine Ohrfeige, wenn Sie mich nicht endlich in Ruhe lassen. Seien Sie doch nicht so abweisend. Nehmen Sie mich wenigstens ein Stück mit? Nein. Oh. Die Autonummer? MPP799. Nein, nein, kein Unfall, nur der Lack ein bisschen abgekratzt. Gleich notiere. Ammersdorf. Also Breitschopf heißt sie schon mal nicht. Ja, bitte? Heuportstraße 16, dritter Stock. Vielen Dank. Na, was sagst du dazu? Die Dame hat offenbar nicht die Absicht, in den Nachtkurier zu kommen. Sie war nacheinander in zwei Heiratsbüros und macht offensichtlich unter falschem Namen Bekanntschaft. Du, Moment mal. Da hatten wir doch neulich die Meldung aus Frankfurt. Was denn für eine Meldung? Ja, irgendjemand hat versucht, sich durch Heiratsbüros an Leute heranzumachen, um Geld zu erschwindeln. Ja, hier. Das könnte sie sein. Ja, wahrscheinlich hat sie ihr Tätigkeitsfeld nach München verlegt. Tatsächlich. Sie hat sich sofort nach meinen wirtschaftlichen Verhältnissen erkundigt. Eine Foto in der Zeitung kann sie überhaupt nicht gebrauchen. Ja. Immerhin haben wir das da. Daraus mache ich Wendeldager einen Artikel, aber einen mit Pfiff. Entschuldigung. Hier, eine kleine Entdeckung. Was, die Dame da in dem Sportwagen? Ja, genau. Sozusagen das Fettauge auf der Brühe der Heiratsangebote. Grüß Gott. Grüß Gott, wir brauchen nichts. Verzeihen Sie bitte, wann ist bei Ammersdorf jemand zu Hause? Da kann ich Ihnen gar nichts sagen. Ich kenne die Frau Ammersdorf so gut wie gar nicht und den Herrn Ammersdorf noch weniger. Aha, es handelt sich also um ein Ehepaar. Ob jemand verheiratet ist oder nicht, das weiß man heutzutage nicht so genau. Sagen Sie, ist das Frau Ammersdorf? Die, ja. Das heißt, Sie kennen sie ja kaum. Das ist nicht der Umgang, den wir pflegen. Was wollen Sie damit andeuten? Sie passen es auf andeuten, will ich damit verprinzipiell gar nichts. Sind Sie von der Sittenpolizei? Nein, von der Heilsarmee. Grüß Gott. Sie! So eine Frechheit. Guten Abend. Guten Abend. Ist Herr Wieland nicht da? Leider nein, er ist schon seit 4 Stunden fort, Frau Leinreich. Aber ich bin noch mit ihm fürs Kino verabredet. Jetzt ist schon 20 nach 8. Oh, das tut mir aber leid. Herr Wieland hat offenbar einen sehr interessanten Fall in Arbeit. Er sucht ein junges Mädchen. Hier, flottes Ding, nicht wahr? Was ist mit der? Tja, also genaueres weiß ich leider auch nicht. Er ist nur sehr stark mit Heiratsannoncen beschäftigt. Was? Tja, er ist hinter der jungen Dame mit dem Sportwagen. Danke, das genügt mir. Na, der soll was erleben. Wiedersehen. Wiedersehen. Guten Tag, bitte sehr. Für die Spätausgabe, Rubrik Bekanntschaften.
Verzeihen Sie die indiskrete Frage. Sind Sie das etwa selbst? Ja, warum? Na, ich meine, da können Sie sich vielleicht die Ausgabe sparen. Kostet immerhin 35 Mark. Vielleicht könnten wir zusammen heute Abend irgendwo ein Glas Wein trinken. Also werden Sie nicht unverschämt. Na gut, wie Sie wünschen. Herr Wendelberger, ich wollte nur fragen, ob der Artikel über die Vierlinge zweispaltig oder dreispaltig... Wie Sie wollen. Hören Sie mal zu. Ich habe hier eine großartige Partie. Dame, blond, knapp 32, 1,64 mit 30.000 Barvermögen. Aber Herr Wendelberger... Nun, das sagt Ihnen nicht zu? Ja, dann habe ich ja noch was Besseres. Junges Mädchen, 22, schwarzhaarig, Fotostudentin, sucht Bekanntschaft eines gut aussehenden Herrn. Mit großzügiger Lebensanschauung, zwecks Freizeitgestaltung. Bitte, Herr Wendelberger, ich habe meine Meinung bereits klar zum Ausdruck gebracht. Ich finde diese Rubrik geschmacklos. Aber lieber Herr von Silvitzen, seien Sie mal nicht so humorlos. Bitte. Mit großer Freude habe ich Ihre Anzeige gelesen. Wo kann ich sie sehen? Darf ich reinkommen? Bitte? Danke. Helga, ich muss mich entschuldigen. Ich hatte die letzten Tage keine freie Minute. Das habe ich gemerkt. Vielleicht könnten wir für morgen Abend etwas verabreden. Für morgen? Ja. Was machen Sie denn da? Privatangelegenheiten. Aha. Haben Sie das Mädchen gefunden? Bitte? Ja, die Dame mit dem Sportwagen. Ach so. Helga, ich glaube, ich muss Ihnen etwas erklären. Danke, das genügt mir. Und für morgen Abend bin ich schon verabredet. So. Na denn, gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Von Heidenreich. Ja, ich wollte nur rasch einen Blick hereinwerfen, ob ein Bekannter... Sollte das nicht vielleicht eine Bekannte sein? Ihre weiße Nelke im Knopfloch lässt allerhand vermuten. Die? Ja, wissen Sie, ich traf gerade eine Blumenfrau und da... Soll ich Ihnen sagen, wer die Dame ist, die Sie hier treffen wollten? Sie? Ja. Aber das muss ein Missverständnis sein. Warum? Bin ich Ihnen so unsympathisch? Nein, nein, natürlich nicht. Ich meine nur, dass Herr Wieland... Ach, lassen Sie mich doch mit Herrn Wieland in Frieden. Setzen Sie sich erst einmal hin. Guten Abend. Kann ich jetzt endlich mein Interview haben? Bitte, was wollen Sie? Bitte lächeln. Nein. Dankeschön, schon passiert. Wollen Sie uns nicht vielleicht doch ein paar Auskünfte geben? Worüber? Über Ihre Berufspraktik. Tut mir leid, da darf ich Ihnen gar nichts verraten. Ich verstehe. Leider wissen wir schon, was für das für ein geheimnisvoller Beruf ist. Ach. Ja, und es wäre für die Leser des Nachtkur interessant zu erfahren, wie man auf diese Weise zu Geld kommt. Ich verdiene mein Geld wie jeder andere. Das ist die Ansichtssache. Machen Sie mir jetzt den Weg. Komm. Ich denke nicht daran. So, und morgen erscheint Ihr Bild im Nachtkurier. Na schön, kommen Sie. Danke. Du sollst doch die Milch erst aufsetzen, wenn du Fritzchen trocken gelegt hast. Entschuldige, ich muss mir meine Arbeit einteilen. Morgen ist Ablieferungstermin. Guten Tag. Zwei Herren vom Nachtkurier. Aha. Entschuldigen Sie, meine Herren. Moment, meine Herren, ich muss nur rasch die Flasche fertig machen. Sie sind also schon längere Zeit verheiratet. 4 Jahre. Ja? Wo würden Sie bitte meinen Mantel aufhängen? Müsste bitte Ihren... Vor 3 Monaten ist Fritzchen auf die Welt gekommen. Und da wird es natürlich immer schwieriger für mich, nebenbei noch was zu verdienen. Ja, natürlich.
Mein Mann ist Verlagslektor und arbeitet zu Hause. Sonst könnte ich das gar nicht machen. Eine ideale Arbeitseinteilung. So finden Sie. Ich nicht. Das Familienleben leidet darunter. Sie wollen also Ihren Job aufgeben? So allmählich. Und der Sportwagen abgezahlt ist. Die Polizei holt mich nur noch von Fall zu Fall. Aha. Hast du die Flasche fertig? Aha. Hier liegen. Sagen Sie, weiß er Bescheid? Oh, natürlich. Aha. Wie kommt er denn zurecht, wenn Sie mal wieder längere Zeit sitzen müssen? Bitte was? Ja, Sie sagten doch eben, dass Sie von Zeit zu Zeit von der Polizei geholt werden. Moment mal, da liegt eine Verwechslung vor. Ich bin selbst bei der Polizei. Was? Sie sind? Bei der Polizei, ja. Seit 6 Jahren. Seit Fritzchen da ist, arbeite ich natürlich nur noch von Fall zu Fall. Und was sind das für Fälle? Versicherungsbetrug, Hehlereien, Heiratsschwindel. Ah, deswegen auch die Heiratsinstitute. Dann sind Sie auch der Betrügerin aus Frankfurt auf der Spur, ja? Einer Betrügerin? Nein. Also wenn Sie mir versprechen, dass es nicht in den Nachtkurier kommt. Na schön. Wir fanden zurzeit nach einem Heiratsschwindler aus Oldenburg. Ein ziemlich raffinierter Bursche. Und da hatten Sie mich im Verdacht. Ja, das mit der Raffinesse wird bestimmt. Also komm. Ja, ehrlich gesagt, ein bisschen verdächtig waren Sie mir schon. Ingrid, schau mal, ob du mehr Glück hast. Fritzchen will nicht weiter trinken. Ach, entschuldigen Sie mich, meine Herren. Ich glaube, ich werde mich bald ausschließlich meiner Familie widmen müssen. Seltsam. Im Augenblick kommt mir das alles gar nicht so beunruhigend vor. Beunruhigend? Wieso? Dass es Mädchen gibt, die... Pardon. Junge Damen gibt, die gewissermaßen... Ja... Wie soll ich sagen? Ich meine, deren Lebensanschauung nicht den üblichen Maßstäben. Sagen Sie etwas sehr Dummes. Aber nein, Sie sind nur ein bisschen aufgekratzt. Ja, ja, ja. Sehen Sie, wenn man wie ich gewissermaßen zur Elite gehört, da gibt es Hürden, die man nicht so rasch überspringen kann. Hürden? Ja, oder Prinzipien, wie Sie wollen. Meine Lebensanschauung fehlt eben, wir haben es doch so schön ausgedrückt, eine gewisse Großzügigkeit. Aber vielleicht geben Sie mir ein bisschen Nachhilfeunterricht? Vielleicht. Danke. Prost. Gut. Geschafft. Ja. Damit wäre der Fall ausgestanden. Fücklein, geben Sie doch das morgen früh in Druck, ja? Ja. So ein Reinfall. Übrigens, hat Fräulein Heidenreich angerufen. Füchslein! Haben Sie was gefragt, Herr Wieland? Ja, ob Fräulein Heidenreich angerufen hat. Ja. Wann? Wann hat sie angerufen? Heute Abend. Und was hat sie gesagt? Füchslein, nun lassen Sie sich doch nicht die Würmer einzeln aus der Nase ziehen. Sie wäre die nächsten 4 Wochen nicht zu sprechen. Was? Wenn Sie aber was ganz Dringendes hätten, dann wäre sie heute Abend im Schlosscafé zu erreichen. Hallo. Guten Abend. Hoffentlich störe ich nicht. Ja, der Herr Wieland. Nett, dass Sie kommen. Ja, wir hatten zusammen ein kleines Plauderstück. Mit dem reizenden Fräulein Helga. Aha. Ein zufälliges Rendezvous? So ganz zufällig nicht. Dass Sie in letzter Zeit so schwer beschäftigt waren, war Herr von Silbitz so freundlich, mir bei meiner Freizeitgestaltung behilflich zu sein. Wie reizend. Ja. Ja, ich war, das heißt, ich fühlte mich gewissermaßen beruflich verpflichtet. Ich wollte doch auch meine Erfahrungen beitragen, für Ihre Sonderseite, meine ich. Die Diskussion mit der Lentschen. Wem? Pardon, Frau Dr. Lentz. Sie erinnern sich? Ja, ja, ja. Also, die war sehr anregend für mich. Das merke ich. Hoffentlich kann ich tatsächlich davon etwas profitieren. Sie können, Herr Wieland. Mein Ehrenwort. Ich schreibe Ihnen persönlich einen Beitrag. So. Gewissermaßen autobiografisch. Der Titel, jetzt passen Sie auf, Frau Helga. Der Titel soll lauten, wie überspringt man Hürden? Also das scheint mir eher etwas für einen Sportteil. Kommen Sie mit, Helga? Ja, aber nur, wenn Sie mir etwas zu beichten haben. Und Sie, Herr von Silbitz? Nein, ich muss sinnen. Nachsinnen. Na, denn viel Vergnügen. Wiedersehen. 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 Herr Ober, bringen Sie mir noch eine Flasche.